Für ihren Staatsstreich hatten die Reichsbürger offenbar zahlreiche Waffen und Munition gehortet, wie Lang- und Kurzwaffen, Schwerter und Armbrüste sowie Schreck- und Signalschusspistolen, die bei den Razzien sichergestellt wurden. Gefahndet wird nun nach einem größeren Waffendepot, wie hier auf dem Jagdschloss des Rädelsführers Prinz Heinrich Reuß in Thüringen. Darauf, dass der gewaltsame Umsturz möglicherweise schon in allernächster Zeit geplant war, deutet eine Videobotschaft hin, die dieser ehemalige Bundeswehroberst, der häufig auch auf Querdenker-Demos auftrat, vor wenigen Tagen an Gesinnungsgenossen richtete. Es wird nicht nur eine Zeitenwende kommen, es wird eine Zeitenumbruch kommen und es wird die nächsten Wochen kommen. Und ich hoffe sehr, ich kann es natürlich nicht garantieren, dass es vor Weihnachten kommt, und zwar vor Weihnachten 2022. Der angedrohte Umbruch ließ wohl bei Behörden und Politik die Alarmglocken schrillen, zumal darin offensichtlich Angehörige von Sicherheitskräften beteiligt waren, darunter ein aktiver Soldat des Bundeswehrkommandos Streitkräfte KSK, zwei ehemalige ranghohe Bundeswehroffiziere und ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar. Wenn die sich dann mit Rechtsextremisten vereinen, dann auf einmal Menschen dabei sind, die militärisch ausgebildet sind, militärische Führungserfahrung haben, wenn da Menschen dabei sind, die Zugang zu Waffen haben, da muss unser Staat zeigen, dass er unsere Demokratie verteidigt. Experten rechnen nach den Razzien mit weiteren Festnahmen, spätestens dann, wenn Beweisstücke wie zum Beispiel Mobiltelefone ausgewertet sind. Allein durch die Tatsache, dass dies kein Einzelfall gewesen ist, sondern eine Folgekette von Ereignissen, die wir schon vorher gesehen haben aus diesen Kreisen, ist zu vermuten, dass dort noch weitere Netzwerke existieren. 23 Verschwörer sind bereits in Untersuchungshaft, es werden nicht die letzten sein.